Heute gibt es 5 Ordnungshacks von TikTok, die ich dort immer wieder sehe, im Test. Und ich habe insbesondere welche ausgesucht, die natürlich was mit Mode, mit Ordnung im Kleiderschrank, aber auch allgemein mit Ordnung und Ordnungsstrategie zu tun haben. Es wird also spannend und ich bin euch sehr, sehr dankbar, denn ihr habt das Ganze ausgesucht. Und ihr habt vor allen Dingen natürlich für die Modetrends 2023 abgestimmt, gesagt, getan, und ihr habt auch für dieses Video abgestimmt. Also vielen, vielen Dank und schaut natürlich gerne weiterhin immer im Community-Tab vorbei, um keine neue Abstimmung zu verpassen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Luisa, hi. Der erste Hack hat was mit Kleiderbügeln und langen Hosen zu tun und sieht so aus. Ich finde, es sieht simpel aus und es soll wahnsinnig gut halten. Und ich habe tatsächlich auch Hosen, die sonst knittern würden, die ich auf dem Bügel hänge. Und deswegen probieren wir das Ganze jetzt mal aus. So, ich habe hier mal eine Culotte genommen und man fädelt quasi ein Beinchen durch, ein Hosenbeinchen, hängt es hier so drauf und jetzt nimmt man das andere Hosenbein und schlägt es so drüber. So, und dann hängt das. Ich finde, bei so einer breiten Hose sieht das jetzt nicht wahnsinnig elegant aus, aber so hier, also halten tut's ganz okay. Der Stoff ist aber auch glatt, also das rutscht jetzt hier ein bisschen raus, aber für Jeans etc. kann das schon funktionieren. Und im Schrank schüttelt ja auch keiner. Dadurch, dass man die Hose nicht lang hängt, sondern ja mehrfach gefaltet, nimmt es natürlich in der Breite ein bisschen mehr Platz weg, wenn ihr das mit vielen Hosen macht. Aber wenn ihr natürlich in der Höhe nicht so viel Platz habt, ist der Hack natürlich genial. Tipp Nummer 2 ist die sogenannte Korbregel. Denn sie besagt, wenn du in einem Raum aufräumst, dann pack quasi in den Korb alles das, was in einen anderen Raum gehört. Und natürlich ist es noch besser, du machst mehrere Häufchen. Ich benutze zum Beispiel aktuell keinen Korb, sondern mache quasi wirklich nur so Häufchen für alles. Also wenn ich zum Beispiel das Schlafzimmer aufräume, mache ich mir dann ein Häufchen für, okay, das muss zurück ins Bad, wie Haargummis etc. Das muss zurück ins Wohnzimmer, wie vielleicht ein Trinkglas oder so und so weiter. Und mache mir dann so Häufchen und dann gehe ich halt gesammelt quasi einmal in die Küche und räume den Kram weg, dann gesammelt woanders hin. Und damit bist du nicht ständig am Rennen. Das kostet nämlich Zeit. Es verbrennt natürlich auch Kalorien. Aber wenn du einfach zeiteffizient sein willst, dann lohnt sich das, erstmal quasi alles in Stapel aufzuteilen, das aufzuräumen, was im eigenen Raum gerade passiert, und dann weiterzugehen in den nächsten und dort gleich das Häufchen vom Vorraum mitzunehmen. Und von daher haben die Ordnungscoaches auf TikTok absolut recht, deswegen bei mir auf jeden Fall 2 Daumen nach oben. Und ich möchte auch noch ergänzen, wenn ich zum Beispiel in einem Raum aufräume, insbesondere wenn es um Textilien geht, wie Kleidungsstücke etc., dann werfe ich zuallererst alles auf einen Haufen und dann diesen Stapel abarbeitet und dann ist man auch fertig und hat alles erstmal auf eine Stelle gebracht. Das macht nämlich A, direkt schon mal Ordnung, weil rundherum nichts mehr rumliegt und man nicht mitten im Chaos steht. Und wenn man diesen Haufen halt aufgeräumt hat, ist er auch fertig. Und das ergänzt mit der Korbtechnik, finde ich, macht einem das Leben einfach so ein kleines bisschen einfacher beim Aufräumen und es macht auch mehr Spaß beim Aufräumen. Bevor wir zu Hack 3 kommen, ich habe euch ja erzählt, dass ich dieses Jahr noch große Projekte vorhabe und ich werde euch auch davon erzählen. Ihr habt ja unter dem letzten Video schon so ein bisschen spekuliert, ihr könnt das gerne bei diesem Video wieder machen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich es euch berichten kann, aber ihr wisst, deswegen binde ich im ersten Halbjahr ein kleines bisschen mehr Videosponsoren ein, als ihr es von mir gewohnt seid. Dennoch sind das alles Sachen, die ich getestet habe, die ich auch wirklich empfehlen kann, das auszuprobieren. Und ich sammle damit ein bisschen Ressourcen für mein Projekt und ihr entdeckt vielleicht noch was Neues. Und ich hoffe, ihr gebt auch dem Sponsor von diesem Video eine Chance. Und zwar ist das HelloFresh. Da sagt ihr jetzt erstmal, kenne ich schon, weiß ich schon, ist vielleicht nichts für mich. Aber ich kann sagen, ich habe mich lange davor gedrückt, genauso wie vielleicht einige von euch. Aber ich habe sehr, sehr viele Kollegen, die HelloFresh benutzen und davon geschwärmt haben. Und wenn man einfach mal
schnell sein will, aber trotzdem mal was anderes kochen will, dann ist HelloFresh perfekt und die liefern dir alles in der Menge, wo du es brauchst, dass du dann nicht übelst viel Reste hast. Und ihr habt quasi jede Woche wechselnd die Rezepte durch, die ihr aussuchen könnt. Ich habe einfach mal eingestellt für 3 Personen, obwohl wir nur 2 sind, weil ich dachte, okay, dann kann man immer irgendwie nochmal nächsten Tag zum Mittag was essen, wenn man im Homeoffice zum Beispiel ist. Und bei mir hat es auch nur 3 Werktage gedauert, bis die Box da war. Und da sind die Anleitungen dabei und die kaufen besser ein als ich dabei. So ohne künstliche Farbstoffe und Aromen und so weiter. Also, ne, oder auch wenn man mal jemanden bekochen will, ist es vielleicht auch keine schlechte Sache, sich mal so eine Box zu bestellen. Aber man kann sich damit auf jeden Fall Zeit sparen, insbesondere beim Einkaufen. Also ich lege euch HelloFresh ans Herz, probiert es gerne mal aus. Ich fand es eine richtig coole Erfahrung. Und mit diesem Rabattcode könnt ihr dabei noch sparen. Okay, ab zum Hack Nummer 3 für mehr Ordnung in deinem Kleiderschrank oder auch allgemein in deiner Wohnung. Und das ist ein Hack zum T-Shirt-Falten. Ich denke, ihr habt ihn sicherlich auch schon mal gesehen, weil den gibt es tausendfach auf allen möglichen Videoplattformen. Und ich habe es noch nie probiert und wollte es unbedingt mal ausprobieren, ob es wirklich funktioniert. Denn die faltet das Ganze so hier. Ist krass, oder? Sieht total einfach aus. Wir probieren es aus. Ich war wirklich erst so, hä? Weil sie greift hier und hier. Und dann geht sie rüber und dann zieht sie das irgendwie raus. Und irgendwie sieht das für mich nicht aus wie ein T-Shirt. Ich habe es wirklich am Anfang nicht gerafft. Aber wenn man sich so ein bisschen von der Seite stellt, macht es irgendwie viel mehr Sinn, weil man quasi dann über die andere Hand weggreift. Und dann kann man es unten rausziehen. Hups. Rum, fertig. Nochmal. So, seht ihr das auch gut? Ja, halbe, halbe. Greift in der Hälfte, dann hier. Geht mit der Schulterhand vor der anderen lang. Und dann ziehe ich die linke Hand einfach raus. Lass das fallen und schlage das um. Und schon ist das ein mehr oder weniger perfektes T-Shirt. Wenn man das so stapelt, ihr seht von unten, das liegt halt alles relativ lose rum. Jemand, der normal faltet, würde ja quasi beide Seiten einfalten und dann diesen machen. Und damit hat man hier nur eine Kante und da hängt nicht der ganze Ärmel rum. Und man kann es auch aufrecht stellen. Das ist das, wie ich es aktuell mache. Ich finde, es geht auch nicht so viel langsamer. Wir stoppen nochmal die Zeit. Go! Ja, also das andere geht natürlich schon schneller, aber das macht euch mehr Ordnung im Kleiderschrank. Aber die, die schon länger dabei sind, wissen, ich falte inzwischen meine ganzen T-Shirts aufrecht, weil ich dann einfach nicht diese Stapelproblematik habe. Stapel verrutschen ineinander, man muss erst schauen, dass man die irgendwie ordentlich rausfriemelt. Dabei geht ein anderes T-Shirt mit auf. Das ist doof. Deswegen falte ich das Ganze aufrecht. Aber vielleicht ist es ja was für euch. Kommen wir zu Tipp Nummer 4, den ich wirklich liebe, weil das ist was, davon habe ich zuallererst gehört tatsächlich, im Podcast von der lieben Olga vom Kanal Das Weiße Reh, den sie zusammen mit ihrem Mann macht. Drachenreiten-Podcast heißt der. Und Alex hat eben auch von dieser 2-Minuten-Regel gesprochen. Alles, was mich nur 2 Minuten kostet, es wegzuräumen, das räume ich auch direkt weg. Und das ist weniger eine Sache, wo ihr jetzt sagt, jetzt gehe ich los und mache die 2-Minuten-Regel, sondern es ist einfach so ein Mindset-Ding. Man muss sich einfach vielleicht immer mal wieder fragen. Wir gehen mal durch meine Wohnung. Ich habe jetzt bestimmt auch eine Woche oder so nicht aufgeräumt und wir werden, glaube ich, sehr viele Dinge finden, die mit der 2-Minuten-Regel nicht dort wären, wo sie jetzt sind. Spot Nummer 1, mein Nachtschränkchen, und natürlich sind hier alle möglichen Haargummis, die eigentlich nur 2 Minuten weg ins Bad müssten. Los geht's. Dafür habe ich im Bad das hier gefunden, Jojobaöl, ja, die Pappverpackung dazu, weil ich dachte, ich lese die Anleitung noch, aber mal ganz ehrlich, ich lese die Anleitung nicht mehr, also ab in die Pappe damit. Im Wohnzimmer habe ich gleich 2 Sachen gefunden, einmal mein Gua Sha Stein. Den habe ich hier nur mal zum Zeigen gehabt und eigentlich gehört er ins Bad, wo ich ihn zusammen mit dem Jojobaöl verwende. Und ja, mein Haarhandtuch, das ist noch feucht vom Haarewaschen vorhin. Das habe ich natürlich auch einfach auf die Couch geschmissen, da gehört es nicht hin.
Zwei Minuten, Freunde, zwei Minuten. Und diese Zeit würdet ihr jedes Mal hin und her und hin und her rennen und würdet super viel Zeit beim Aufräumen brauchen. Und so macht ihr das einfach schon unterm Tag. Ich könnte euch jetzt noch 30.000 Sachen zeigen, die nur zwei Minuten oder weniger gebraucht hätten zum Aufräumen. Ich habe wirklich viele davon. Shame on me, shame on me. Und man ist aber auch immer wieder stolz, wenn man dann die 2-Minuten-Regel mal anwendet. Das wird nicht immer klappen. Ihr seid auch mal müde und das ist auch völlig in Ordnung. Aber bei vielen Dingen hat es bei mir schon Klick gemacht und ich schaffe die Sachen gleich weg. Und jeder Gang macht schlank. Jeder Gang ist mindestens eine Kalorie. Also für alle, die Fitnessziele haben in 2023, ist auch das ein guter Fitness-Tipp. Ja, und der letzte und fünfte Hack ist nochmal ein Fashion-Hack. Und zwar Gürtel aufzubewahren. Und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr eure Gürtel aufbewahrt in Schubladen oder so oder auf flachen Einlegeböden. Rollen kann man die nicht so richtig. Die rollen sich natürlich gerne auseinander und das ist nicht so cool. Und diesen Hack hier, der löst das Ganze für euch, weil sie einfach den so nach innen rollt. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Sie nimmt den Gürtel quasi so und steckt ihn nicht so, wie man ihn normalerweise durchtun würde, sondern von vorne nach hinten durch die Schnalle und wickelt den dann hier so auf. Das erfordert schon so ein ganz kleines bisschen Geschick. Ich glaube, es geht auch mit einer eckigen Schnalle einfacher als mit einer runden. Aber ja. Sehr solide. Ich kann das auch rumschmeißen, das bleibt so. Wirklich gut. So, mal schauen, ob das auch für so einen kleinen Gürtel funktioniert. Von vorne durch. Man kann ja erstmal so weit ziehen, wie man das gerne zusammen hätte. Und dann vielleicht erstmal rollen. So, und jetzt kann man ja immer noch den Rest fester ziehen. Das ist auf jeden Fall schön flach. Aber ja, also der fällt natürlich schneller auseinander als der hier. Aber wenn man den gleich in den Koffer drückt, ist es ja eigentlich kein Problem. Für mich ist der Hack trotzdem nichts, weil ich hänge meine Gürtel einfach im Kleiderschrank auf. Ich habe da so eine ausziehbare Schiene, die ist von IKEA. Die könnt ihr aber auch in jedem Nicht-IKEA-Schrank nachrüsten. Ich verlinke euch die auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Lust habt, eure Gürtel auch zu organisieren. Aber für das Thema Kofferpacken ist das wirklich ein guter Tipp. Also seid immer kritisch, wenn ihr solche Hacks auf TikTok und Co. seht, ob es wirklich Sinn macht oder nicht oder ja, für welche Fälle es Sinn macht, aber es ist auf jeden Fall viel Inspiration da draußen, die wir uns zum Aufräumen mitnehmen können. Wenn ihr Lust habt, dass wir noch mehr von diesen Ordnungshacks uns angucken, denn ich habe noch einiges mehr im Petto, was es da draußen gibt, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und denkt dran, ich freue mich und auch das Team von HelloFresh freut sich, wenn ihr dort mal vorbeischaut, was die so im Angebot haben, wie dieses Konzept funktioniert und euch vielleicht einfach mal so eine Testbox bestellt. Wie gesagt, ihr kriegt nochmal kräftig Rabatt obendrauf. Alle Infos dazu auch nochmal in der Videobeschreibung. Wir sehen uns in 2 Wochen zum nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao.